Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem Let's Play und zu einem reinen Let's Play von reinster Güte. Reinster Güte. Hör, die einen oder anderen haben mich ja abonniert und die wissen ja, dass ich gerne mal so dichte, so Wissen verbreite, aber heute will ich, einfach jetzt mal Let's Play starten, also eine wirkliche Let's Play. Play-Start-Reihe hier, so einfach mal loslabern, ich box dich jetzt, sowas. Ja, gut, das war jetzt mal nix. Die habe ich jetzt nix geboxt, aber Passivmodus deaktivieren. Ich will entdecken mit euch. Entdecken, damit meine ich natürlich jetzt einfach mal hier die Leiter holen. Guck mal, gelbe Leiter, oh, geil. Man weiß nicht, was hinter dieser gelben Leiter ist. Es ist ja so viel verstecktes Zeug hier in GTA 5, das glaubt man gar nicht. Und jetzt kommt bald die PS4-Version raus und die PC-Version. Ich freue mich voll. Das wird einfach geil werden. So, Uzi. I walk it away. So, hauen wir dich mal weg. Guck mal. Oh, geil. Die fallen immer noch so schön um. Wie beim letzten Mal vor ein paar Wochen, als ich zum letzten Mal GTA gespielt habe. Jo, keine Chance. Panzerglas. Da kann ich noch so oft draufballern, wie ich will. Die Bullen sind auch weit weg. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt können wir uns nämlich die nächste Karre schnappen und aus diesem Gebiet fliehen. Ja, ihr hört schon, wenn ich schnell rede, produziert mein Mund sehr viel Spucke. Wegen dem hört sich das auch manchmal so komisch an. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wissenscommentary mache, rede ich ja teilweise langsamer. Das ist bei mir einfach so, wenn ich schnell rede, wie jetzt in diesem Let's Play, produziere ich so viel Spucke in meinem Mund. Und aus dem Grund hört sich das teilweise auch an wie ein Hamster. Jetzt zum Beispiel. Aber ich versuche natürlich, die Spucke dann im Video hier wegzuspucken, zu schlucken. Das ist aber weniger das Problem. Ja. MW2 ist noch nicht vorbei. Ich werde es auf jeden Fall mal irgendwann mal wieder Let's Play. Jetzt habe ich gerade wenig Zeit. Ah, nein! Jetzt bin ich auch noch tot. Außer Gefecht. Ja, diese Nachricht kennt ihr alle. Ist nicht so toll. Ist natürlich nicht so toll, aber naja. Toller Ausblick auf jeden Fall. Muss man gar nicht drüber reden. Muss man uns gar nicht drüber streiten. Es ist einfach ein tolles Spiel. Aber ich hatte wirklich keinen Bock mehr auf GTA vor ein paar Wochen. Ich habe so oft gezockt, ganz ehrlich. Auch ein GTA macht irgendwann mal keinen Bock mehr. Das kann jeder bestätigen. Irgendwann mal wird jedes Spiel eintönig. Es weiß ich noch, Oblivion. Hä? Auch eintönig. Lucky Strike. Zwei auf einmal, cool. Wisst ihr, in Kolumbien gibt es ja Drogenkartelle. Wisst ihr, wie die vorgehen? Die blockieren die Straße, die Kartelle. Gehen hin. Und zappeln nicht lange und töten die Leute einfach. Hier. Los Libanon Elite. Mit uns legt sich keiner an. Jetzt nehmen wir mal deine Karre. Und nehmen das AIDS-Medikament weg. Okay, wohin gehen wir jetzt? Die Stadt ist groß genug. Scheiße machen können wir auf jeden Fall. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Da vorne ist, glaube ich, ein PSN-Freund von mir. Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Wer das genau ist, weiß ich nicht. Aber egal. Jetzt müsste er gleich auftauchen. Oh! What the fuck? VIP Tony! Ja, man weiß ja nie, ob meine PSN-Freunde mich doch abballern. Man weiß es nicht. Boah, da gab es mal eine geile Situation. Das war GTA. Habe ich mal ein bisschen gespielt, online. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ja, so eine Art Freundschaft, ne? Ich habe mit dem Typen, habe mich ein bisschen gezockt, habe viele Abenteuer erlebt, bin ein bisschen mit dem rumgefahren und plötzlich packt er sein M4-Sturmgewehr aus, ballert mich ab und verlässt die Lobby. Knallhart. Da habe ich mich richtig aufgeregt. Da ist er, VIP-Tony. Lang nicht mit der gezockt.
vielleicht zweimal oder so, gar nicht, gar weiß ich gar nicht. Eigentlich zocke ich mit den wenigsten Leuten auf der PS3. Da ist wirklich mit den wenigsten. Aber eigentlich sage ich das auch immer, wer mich als Freund hat, der weiß, ich bin nicht so. Ja, wie nennt man das? Ich weiß den Namen nicht. Treu ist das falsche Wort. Nicht da für einen. Verantwortungslos. Komm her, guck mal, was alles so Neues gibt hier. Ah, Angie, Happy MW3. Du bist voll big cool. Mega cool und der Glitch mit dem Unsichtbarsein. Hast du echt zufällig heraus... Ja, das habe ich zufällig herausgefunden, aber der Glitch funktioniert immer. Blöderweise. Es gibt nämlich unzählige Glitches in GTA 5, die man machen kann. Geh einfach mal auf YouTube, da wirst du alles finden. Jetzt kannst du alles nachmachen, das ist überhaupt nicht schwer. Aber ob du dann gebannt wirst, das ist dann wieder immer eine andere Frage. Und ich glaube, so eine gebannte PS3, das ist nicht so lustig. Also ich habe noch nicht versucht, mit einer gebannten PS3 online zu spielen. Kannst aber gerne mal versuchen, wenn du Lust hast. Wenn man Fairplay macht, dann wird man auch nicht gebannt. Ne? In Forums habe ich gelesen, oh, ich wurde gebannt, ich habe gehackt. Du wurdest gebannt, hast gehackt, du bist selber schuld. Ja? Rockstar erkennt nämlich ganz, ganz genau, wer das Geld gehackt hat und wer das Geld nicht gehackt hat. Bah! Guck mal hier, ganz viele Omas. So, was gibt's Neues? Nicht viel. Ich fahre hier planlos rum. Ups, mit Toni. Fahren wir mal in die Bude rein, oder? Okay, machen wir das mal. Ich dachte, man kann hier rein. Okay, also ich sage es auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 3. Haut rein und ciao.